Die Aufgabenstellung, die wir heute umsetzen möchten, ist einerseits, dass wir einen Einblick geben, was Big Fix Endpoint Management ist, was es kann. Auf der anderen Seite soll es auch wirklich darum gehen, dass wir ja eigentlich ein paar Use Cases direkt live präsentieren können. Mein Name ist Patrick Roth, ich bin Mitgründer der BlueSight AG. Heute vor allem als IT-Architekt unterwegs, werde ich die Firma kurz vorstellen. Martin Germann, er ist das technische Gewissen. Er ist seit etlichen Jahren, unterhaupt Big Fix Operator. Und Srijay wird uns am Schluss in der dritten Sequenz dann vor allem als Technical Advisor im Bereich Dach von HCL die News aufzeigen. Und er ist halt sicher auch sehr kompetent in der Umsetzung, was HCL im Moment gerade tut. Wir sind mehr von der praktischen Seite etabliert. Und wenn wir von Big Fix Endpoint Management heute sprechen, dann ist das linke Logo das Big Fix Symbol. Und auf meinem Screen quasi das rechte Logo ist unser BlueSight Managed Lifecycle Service. Was ist der Unterschied? Das eine ist ein Produkt und das andere ist ein Service aus dem Produkt entstanden. Das heißt also, wenn ich mal von Lifecycle Service spreche, dann meine ich Big Fix, allerdings dann halt einer praktischen Umsetzung, wie es als Service Provider getan werden kann. Es geht immer darum, dass wir irgendwo einfach sicher diesen Endbenutzer bedienen und der soll seine moderne Technologie so nutzen können, dass er gar nicht merkt, ob er jetzt Updates bekommt, ob er Software A oder B im Einsatz hat. Big Fix ist ein extrem gutes Instrument, das haben wir damals so ausgewählt, um eben genau diese User-Friendliness hinzukriegen. Was tun wir als BlueSight? Wir sehen uns so etwas als Mission Control in diesem Tower und wir entwickeln eigentlich Managed Services aus etablierten Produkten, so wie wir mit Big Fix getan haben. Es geht darum, aus Big Fix einen Big Fix Patch Lifecycle Update Service zu entwickeln. Wir begleiten auch Projekte, wo ein klassischer, sag jetzt mal, Endkunde oder halt ein Enterprise-Kunde, ein KMU oder ein Service-Provider diese Technologie einsetzen will. Und wir kommen hauptsächlich aus der Service-Provider-Ecke. Das heißt, unsere Aufgaben die letzten 20 Jahre waren hauptsächlich, wie können wir in Large-Scale-Deployment diese Themen umsetzen. Und wenn ich von Large Scale spreche, dann interessiert das aber am Schluss auch, den einzelnen Desktop damit zu handeln. Und das ist eigentlich der Spagat, den ich persönlich sehr liebe, Technologie so bereitzustellen, dass halt am Schluss der einzelne Flieger startet und sicher landet, obwohl ich den ganzen Airport irgendwie kontrollieren muss. Wenn wir jetzt von Big Fix sprechen oder von Lifecycle, dann ist mein Marketing-Slide immer, wir wollen Kosten für den Endkunden, für den Benutzer reduzieren. Also das heißt, sobald wir ein Betriebssystem zur Verfügung haben, das supported ist, das sind im Moment etliche Betriebssysteme, also Windows, Linux, Mac, wir kommen später drauf, dann ist für den Operator dieses Device, dieses Endgerät eigentlich einfach eine Entität. Also das heißt, einen Patch auf ein Windows Mobile oder ein Patch auf einen Desktop oder auf einen Windows-Server zu lassen, ist immer Windows, das heißt, ist exakt die gleiche Action. Und das zeigt dann eben auf, wie wir die Komplexität im Betrieb reduzieren können. Oder? Natürlich braucht es da etwas Philosophie dahinter und das hat mir damals, als es 1997 Big Fix gegründet wurde, relativ gut gefallen. Big Fix hat im 2000 dann so richtig Fahrt bekommen. Ich denke, wir haben das erste Mal so irgendwie um die 2010, 2009 von Big Fix gehört. Da war es dann bereits in der Transition zu IBM. IBM, weiß ich, hat selber damit irgendwie etwa 90.000 Devices gehandelt. Ich meine, das ist eine Menge. Das zeigt auch, die Suite ist skalierbar. Also ob ich von ein, zwei Geräten spreche oder ob ich am Schluss Hunderttausende von Devices handle, das stört Big Fix per se nicht. Ich brauche etwas mehr Memory und CPU, that's it. Ein einzelner Operator ist wahrscheinlich in der Lage, mehrere hundert bis tausend Systeme zu handeln. Und das zeigt eigentlich, wie effizient diese Maschinerie ist. Im Dezember wurde dann Big Fix und HCL weiter vorangetrieben. Ab 2019, sage ich, ist die Acquisition completed. Ich persönlich bin sehr froh, ist Big Fix heute in einer
coolen Unternehmung. Für mich hat sich gezeigt, dass HCL den Weg weiterführt, den Weg auch richtig weiterführt. Bigfix hat verschiedene Module. Per se ist aber so, dass sämtliche Module in einer Konsole, wir werden das später bei Martin German und Sriche live sehen, diese Konsole, die ist sehr universell. Es geht in erster Linie um den Software-Lebenszyklus. Und wenn ich von Lebenszyklus spreche, dann ist das für mich, und das ist meine persönliche Identifikation, der Punkt, an dem ich ein System einschalte. Ich boote das Device das erste Mal mit einem Betriebssystem und irgendwann muss ich dieses System wieder aus dem Service nehmen. Das heißt, ich mache eine Migration von Hardware, von OS, whatever. Aber das heißt, das ist für mich der Lifecycle. Und dieser Lifecycle, den möchte ich begleiten mit einem Instrument. Bigfix, da ist der Name Fix drin. Man spricht auch von diesen sogenannten Fixlets. Das sind eigentlich immer die Fixlets, die eben dann diesen Fix auf dem entsprechenden System anwenden. Und wenn man diese Philosophie mal erkannt hat, dann ist das recht simpel. Also das heißt, ich merke, ich habe eine Differenz einer Vorgabe, zum Beispiel ich möchte gerne Browser XYZ, Patchstand X. Und jetzt sagt mir das System, okay, diese vier Geräte haben diesen Patch nicht. Und innerhalb Sekunden habe ich das identifiziert und sage einfach, ich will das korrigieren. Ein ganz spannendes Thema sicher in größeren Konzernen oder in denjenigen, wo es halt um Compliance geht. Ich kann eine Definition selektieren, die gegen meine Installed Base laufen lassen und ich bekomme in sehr kürzester Zeit, ein paar wenige Minuten, bekomme ich ein Dashboard, was da nicht in Ordnung ist, compliance-mäßig und halt mit entsprechenden Fixlet kann ich dann wieder dieses Delta schließen. Die Inventory Suite, die läuft da einfach so mit. Und wenn ich da von Inventory spreche, dann ist es effektiv so, dass ich, sobald ich einen Agenten auf einem System habe, egal virtuell, physisch, große, kleine Maschine, ich habe nach wenigen Minuten ein komplettes Inventory. Es gibt jetzt, da kommt Sriche noch dazu, auch BI-Integration, also ja, wir können irgendwelche BI-Dashboards dazuschalten. Also das Ding ist enorm, genau. Und wenn man das jetzt einfach mal so sieht, dann kann man sagen, das ist eigentlich alles unter dem Namen Bigfix versteckt. So schaut das etwas grafisch aus. Ich habe da versucht, mit diesem Slide eigentlich so diesen Lebenszyklus mal abzubilden. Und zwar links irgendwelche, ich sage jetzt mal, physischen Systeme. Das kann auch ein virtualisierter Host sein mit VMs drauf, das ist völlig egal. Ich kann Bare Metal deployen, das heißt, ich rolle Linux und Windows. Selbstverständlich gibt es da die Tools für Linux, da gibt es die Tools für Windows. Faktisch, wir binden die teilweise einfach ein. Das heißt, über Bigfix habe ich den Kontrollmechanismus und ich weiß jederzeit, wo der Status ist. Ich kann auch ein eigenes, also ein existierendes Device einfach boarden. Boarden ist sehr simpel, das ist ein Agent, den Bigfix ausliefern muss. Dieser Agent, der ist aber sehr simpel gerollt. Der muss einfach irgendwie auf das Gerät. Da gibt es verschiedene Wege. Und sobald der drin ist, meldet sich der bei der Bigfix Hauptkonsole und liefert seine Daten ab. Und von da sind wir interaktiv. Und das Schöne an dieser Bigfix Suite ist, wir brauchen keine IP-Konnektivität zum Endgerät, sondern das Endgerät erreicht uns. Asset Discovery, wenn ich ein Netzwerk reingehe, dann wird relativ schnell so ein Netzwerk discovered. Da brauche ich eine Repräsentantin und dieser Repräsentant, der scannt dann. Und dann habe ich halt meine 10.000 PCs wahrscheinlich in 24 Stunden einfach collected. Ja. Dann das Hauptsegment ist klar, wie ich gesagt, im Lifecycle die 3 bis 5 Jahre, die ein IT-Gerät in der Regel heute so lebt. Hardware Inventory, Software und App Details. Sehr ein cooles Cockpit für License Compliance. Gib mir mal an, wie viel Windows das ich da draußen habe. Wie viel Office sind installiert? Ist ein Query, ist ein Dashboard. Kann ich einmal im Monat laufen lassen, also absolut easy. Und wenn Microsoft kommt, dann sage ich einfach, da schau, I don't care, oder? Ja. Third-Party-App-Patching, es sind etliche zigtausend Applikationen, die HCL covert. Es ist ein immenses Potenzial. Und das Schöne an dieser Breite ist halt einfach, ich muss als Operator vieles nicht tun. Das wird mir von HCL geliefert. Also es ist HCL plus die HCL-Community. Dann installieren von neuen Software. Für Bigfix ist ein Fixlet einfach
Code. Das rollt einfach diesen Code. Ob das ein PowerShell, ein Unix-Skript ist, ob das ein MSI ist, das ist dieser Plattform völlig egal. Und das heißt eigentlich, ich bin so generisch, dass ich halt egal, was an Software da ist, ich kann es einfach in Anführungszeichen verteilen. Und ich kann sogar so weit gehen, dass ich sage, ich lasse das wie ein App Store dem Kunden anzeigen. Und so quasi App Store-like, also bei BigFix heißt das Kiosk, aber dieser App Store, der erscheint dann unten rechts im Windows im System Tray. Dann kann ich sagen, okay, diese Applikation wurde mir vom IT-Unternehmer zur Verfügung gestellt. Ich möchte die gerne jetzt installiert haben. Dann klicke ich drauf, das Ding installiert. Somit hat BigFix dann einen entsprechenden License-Event, dass halt diese Software jetzt beim Kunden XY installiert worden ist. Und wenn der diese 3 Monate nicht mehr braucht, dann macht er halt einen Release und das Paket ist wieder weg. Dann gibt es Möglichkeiten für Energiemanagement. Auch das, alles, was ich auf einem Endgerät heute softwaremäßig steuern kann, kann ich über BigFix steuern. Und dann geht es irgendwann halt auf das Migrate Hardware or OS Thema zu, nach 3 bis 4 Jahren. Die neue Maschine wird wieder bare metal deployed. Und jetzt ist ja eigentlich voll cool, wenn wir wissen, dass der Status von diesem Device BigFix bekannt ist. Ja, dann kann ich dieses Gerät auf einer neuen Hardware einfach redeployen. Das heißt, die Leute sitzen im Homeoffice, wir gehen hin und sagen, okay, diese Laptops werden ersetzt, die Hardware wird angeliefert, wird bare metal installiert, die Hardware wird provisioniert in Bezug auf, was der Klient heute hat. Und innerhalb Minuten ist dieses Gerät im gleichen Zustand. Das Einzige, was noch fehlt, ist Datenübernahme der Echtzeitdaten auf dem Gerät. Spannend ist, wenn ich hingehe und sage, ich mache Lifecycle mit einem Service. Das heißt, wir kriegen halt ein Endgerät, ob das finanziert ist, monatlich oder kauft, das interessiert uns nicht. Und wir begleiten es über 3 Jahre. Das ist für uns so dieses Lifecycle-Thema. Und ich glaube, wenn wir heute noch einen Switch in die Security View machen, dann ist für mich dieses Must, das ist ja auf jedem softwarebasierenden System heute gegeben. Und wenn wir von Software-based System sprechen, dann ist das heute jedes Mobiltelefon, das ist jeder Laptop, jeder Server. Ich meine, heute hat alles. Das manuelle Updaten, das funktioniert. Windows Update, Auto Update, alles coole Technologien. Ein Big Fixed Managed System braucht keinen Auto Update, weil, ich nehme mal ein einfaches Beispiel, wenn ich zum Beispiel ein Oracle Java Update bekomme, Security, dann kann das sein, dass das bis 3 Wochen geht, bis ich den bekomme. Weil die Menge der zu verteilenden Patches ist halt einfach groß. Die Information, dass dieser Patch verfügbar ist, den habe ich sofort. Und über BigFix kann ich den Patch unabhängig von Oracle verteilen. Und halt BigFix ist auch die Netzwerkthematik elegant gelöst. Und zwar habe ich da auf der linken Seite jetzt dieses Plus-Side Operation Center. Das ist nichts anderes als der BigFix, die BigFix Hauptkonsole. Also ich kann das auch so schreiben, das ist da irgendwie die BigFix Master Konsole. So, das kann auch ein Web-User-Interface sein, werden Sie bei Sriche dann noch sehen. Das Schöne ist, wir haben irgendeine Wolke, das Data Center connectet an diesen Server, die Unternehmung connectet an diesen Server. Spannend ist, dass wir da eine Relay-Funktion haben, das ist da dieses R. Und die Relay-Funktion, das ist ein BigFix-Agent. Das heißt, jeder BigFix-Agent, der draußen ist, der kann über ein Flag zum BigFix-Relay werden. Schön ist auch, das ist immer wieder die Antiviren-Thematik, oder? Wenn wir da von Rechenleistung sprechen, dieser BigFix-Agent, den sehen Sie nicht. Der läuft da irgendwo und dieses Polling, also der scannt gar nicht. Der macht das einmal und dann ist er zufrieden. Dann meldet er sich und sagt, hat es eine Änderung? Nein, dann geht er wieder. Der macht nichts auf diesem System. Ja, ich komme zum ersten Teil langsam am Ende zu. Da ist immer die Frage, ja, braucht es so viele Tools? Und wenn ich da von so vielen Tools spreche, dann meine ich eigentlich, wenn wir einfach mal da die dunkelblauen und hellblauen Objekte in dieser Kurve sehen, da gibt es so viele Tools. Wir sind der Meinung, es braucht, und das macht BigFix sehr schön, eine zentrale und vor allem schnelle Übersicht. Ich möchte auf einem Screen sehen, hey, wow, jetzt, wo geht's ab? Und ich möchte dann aber auch einheitliche Prozesse. Die hellblauen Punkte unten in dieser
Wortschlacht, sind Themen, die Bigflix abdeckt, sehr gut abdeckt. Tasks sind somit eigentlich in Echtzeit ausgeführt, also nicht können in Echtzeit ausgeführt werden, also das heißt Echtzeit, wenn ich dem Job keine Abhängigkeit mitgebe, dann sobald das nächste Mal der Agent die Verbindung sucht, dann bin ich da. Und im eigenen LAN ist die Verbindung aufrecht. Sobald ich ins Remote LAN gebe, wird die Verbindung in den Polling übergeführt. Rein netzwerktechnisch, oder? Oh, der Bigfix Proxy ist keine Software, sondern ein Flag, wenn ich den so sagen darf. Extrem einfach. Also nicht nochmal das zu installieren. Ich sage als Console Operator, du bist mit diesem Flag versehen und Bigfix regelt den Job. Extrem sexy. Also Firewall-Themen etc. interessieren uns nahezu nicht, oder? Dann ganz wichtig, der zweitletzte Punkt hier, wir definieren Konfigurationsvorgaben. Das heißt, wir sagen, wir möchten gern diesen Patch, diesen Browser auf diesen Softwarestand. Der Endpoint ist verantwortlich, dass er sich danach richtet. Das Erkennen und Korrigieren von Abweichungen zu den jeweiligen Vorgaben, das ist der Grundmechanismus von diesem Fixlet. Also wir erkennen und fixen die Differenz zu unserer Vorgabe. Und somit ist es uns egal, ob das ein Security-Patch ist, ob das ein anderer Browser ist, ob das ein anderer SAP-Client ist, spielt völlig keine Rolle. Ich bin da somit am Ende meiner Phase. Ich glaube und hoffe, einen Einblick gegeben zu haben. Ich versuchte bewusst nicht zu tief in die Technik zu gehen. Würde gerne nun überleiten an Martin Germann. Ich starte hier mal in dieser Übersicht der Endpunkte, die wir jetzt aktuell in dieser Konsole sehen. Wir sind da eingeschränkt, damit wir da nicht unsere ganze Kundenbasis zeigen. Wir haben jetzt hier im Moment mal 5 Endpoints sichtbar. Das sind 2 Windows Server 2016. Wir haben 2-mal Windows 10, 1-mal virtuell und 1-mal physisch. Und wir haben hier noch einen Linux Server drin. Wir haben dann hier die angesprochenen Relay-Verbindungen, mit welchem Relay er hier kommuniziert. Grundsätzlich, wir sehen jetzt weiter auch hier direkt ein kleines Software-Inventar. Das ist jetzt in dieser Konsole nicht bis ins letzte Detail. Da ist noch einiges mehr verfügbar, aber hier einfach mal die Übersicht auf dem Node selber. Also ich sehe, welche Software wir hier installiert haben. Ich sehe, welche Services laufen oder nicht laufen. Wir haben dann hier die angesprochene Wake-on-Land-Thematik. Wir haben detaillierte Windows, die Betriebssystemübersicht bis auf den Patchstand herunter. In der nächsten View sehen wir mal grundsätzlich, was an Fixlets für diesen Endpunkt relevant ist. Auf der letzten Tab haben wir noch, was zuletzt ausgeführt wurde, jetzt hier eigentlich nicht allzu viel. Ich habe hier gestern einen veralteten Firefox installiert auf dieser VM. Wenn ich mir das Ganze jetzt aus der Sicht der Fixlets ansehe, dann sind wir hier in dieser View. Alle Windows-Patches, die hier zum Beispiel zur Verfügung stehen, für alle Rechner, die im Moment in diesem Inventar drin sind, die haben hier auch entsprechend gleich die Übersicht, für wie viele der Patch zur Verfügung steht. Ich könnte jetzt also hier eigentlich, ich habe jetzt hier 2 Varianten, entweder ich mache die Installation einfach, egal ob jetzt der Browser läuft oder nicht, oder ich mit der zweiten Variante beende ich den Browser, falls er laufen sollte. Ich kann hier dann eigentlich das Ganze auslösen. Ich habe jetzt diverse Möglichkeiten, was ich zusätzlich noch einstellen kann, wenn ich diese Aktion auslöse. Dann haben wir die Möglichkeit, den Benutzer zu informieren, im Fall von Notebooks, wo wir eigentlich nur patchen können, wenn ein User am Gerät sitzt, haben wir hier die Möglichkeit, entsprechende Meldungen einzublenden. Wir haben es vorher auch schon kurz angesprochen, wir können hier auch die Feature-Updates von Windows 10 über Bigfix direkt rollen. Wie schon angesprochen, wir haben hier auch die ganzen Linux-Plattformen, die wir hier ebenfalls patchen können. Ich habe jetzt hier mal auf einer der Test-VMs ein Paket
eine ältere Version installiert, damit wir hier auch was sehen. Wir sehen hier, auf welchen Rechnern fehlt dieser Patch. Hier natürlich jetzt nur dieser eine Linux-Rechner. Jedes Fixlet besteht eigentlich aus zwei Hauptbestandteilen. Das erste ist dieser Relevance-Teil. Das heißt, der Rechner selbst, der Endpoint, prüft anhand dieses Codes, der hier mitgeliefert wird. In diesem Fall jetzt stammen die Fixlets direkt von HCL, also da müssen wir jetzt nichts tun. Das kriegen wir direkt so angeliefert. Der Relevance-Part prüft uns also, mal erstens ist es ein Windows-Betriebssystem, ist ja ein Firefox-Patch für Windows, ist jetzt hier die 64-Bit-Variante. Ich habe hier also dementsprechend dann auch die Überprüfung auf die, ob das sich um ein 64-Bit-Betriebssystem handelt. Und hier vielleicht noch kurz wird die Version geprüft. Also das macht ja, wenn der Browser schon auf dem aktuellen Stand ist, will ich das nicht sehen. Es interessiert mich nur, wenn er eine Version hat, die älter ist als das, was dieser Patch hier mit sich bringt. Im zweiten Teil habe ich dann die eigentliche Action, die ausgeführt wird, wenn gepatcht werden soll. In diesem Fall ist es jetzt so, dass Firefox verschiedene Binaries liefert, sprachabhängig. Daher haben wir hier eigentlich einen Check auf die Sprache. Wo ist er jetzt? Hier. Also es wird ein Registry Key überprüft. Wenn der hier entsprechend den Sprachen ist, muss hier ein anderer Download verwendet werden. Also für das Deutsch, für die deutsche Version von Firefox habe ich einen anderen Download, als ich den für die englische, französische und so weiter Version habe. Also hier wird das geprüft, wird der entsprechende Download vorbereitet. Und am Ende eigentlich primär mit diesem Statement dann dieses Binary ausgeführt und damit der Patch installiert. Die Downloads, wir haben vorher diese Relay-Infrastruktur angesprochen. Also der Download, den wir hier haben, der erfolgt direkt von Mozilla, allerdings auf dem Master-Server. Also der Master-Server, der Client löst eigentlich nur den Download aus, sagt, ich brauche diesen Patch, ich brauche diese Version von Firefox in dieser Sprache. Der Server macht den Download, gibt den zu einem Relay weiter. Allenfalls dieser wieder einen nächsten Relay, die Hierarchie durch die Hierarchie hinunter. Und am Schluss informiert eigentlich dann der letzte Relay, der direkt mit dem Client kommuniziert, den Client, okay, dein Download ist verfügbar. Er holt sich den, macht die Installation. In der Regel bei den Servern, wie Patrick das schon angesprochen hat, haben wir dann entsprechende Wartungsfenster. Das heißt, ich sage eigentlich, okay, mach den Patch innerhalb der nächsten 7 Tage. Und die Server entsprechend ihren Wartungsfenstern entscheiden dann, okay, ich mache den morgen zum 2, ich mache den morgen zum 5, ich mache den wann auch immer. Für die Softwareverteilung funktioniert das Ganze genau gleich, nur dass wir hier von der Relevance her das Ganze umgekehrt machen. Also ich prüfe, wenn ich einen Chrome installieren will, auf welchem Rechner ist der Chrome erstens mal nicht drauf. Wenn er schon drauf ist, brauche ich den nicht zu installieren. Also hier sehe ich jetzt nur zwei andere Systeme. Auf dem Linux passt er nicht und auf den anderen ist er bereits installiert. Vielen Dank, Martin. Die BigFix-Konsole, die connectet auf eine Datenbank. Das heißt, wir brauchen einfach relativ viel Datenbank-Power. Super. Also vielen Dank, Patrick. Also es war eine sehr gute Präsentation von deiner Seite. Fand ich wirklich toll. Super. Ich gehe mal einfach durch ganz kurz die High-Level-Architektur. Linke Seite hat man die ganze Data Centers, alles, was man da im großen Infrastrukturbetrieb hat, oft. Für Cloud speziell haben wir jetzt in den BigFix 10 diese Cloud-Plugin-Services, die vereinfacht das ganze Konfiguration in Cloud-Umgebung. Also mit diesen Informationen kommt der, also wir nennen das Agentless Discovery, weil das ist ja kein echter Management von den Endgeräten auf dem Cloud, sondern nur Discovery. Mit dieser Information haben wir erstmal die Visibility im Cloud sofort, sobald das der Plugin konfiguriert ist, mit dem Zugangsinformationen, aber halt keine Management-Möglichkeit. Das heißt, ich kann kein Patch deployen oder ich kann kein Software deployen. Aber wichtig ist, dass wir erstmal wissen, was habe ich in Cloud. Und diese Transparenz zu bringen,
haben wir dann diese Visibility geschafft mit dem Plugin, dass man sofort die ganze Serverlandschaft auf dem Bigfix sehen kann. Das heißt, im Grunde genommen ist nur Discovery, Agentless und ein Klick, damit die Agenten ausgerollt wird. Im Grunde genommen kann man ziemlich schnell ausprobieren. Also wenn man da diese Plugin installiert, das wird einfach auf dem Bigfix Server installiert. Und es gibt eine Config-Task, wo man den Username und Passwort eingeben muss und der URL, wo der Server sich findet. Also die URL, was man denn von den Cloud-Anbietern bekommt. Zusätzlich haben wir letztes Jahr in April mit dem ersten Release von Bigfix 10 das erste Release von Modern Client Management rausgebracht. Im Februar haben wir das Modern Client Management 1.1 rausgebracht. Das geht noch einen Schritt weiter, wo wir die ganze Modern Clients automatisch entrollen. Da arbeiten wir auch mit den Restriction Policies. Da wird jedes Mal ein bisschen weiterentwickelt. Da kommt noch ein nächsten Release dieses Jahr, wahrscheinlich im Juli. Also OS Deployment, Software Distribution, Patch Compliance. Das ist der größte Vorteil. Was da ganz frisch im Markt rausgekommen ist, ist das Bigfix Insights for Vulnerability Management. Also zum großen Teil Kunden haben irgendein Security-Tool im Einsatz für Vulnerability-Scanning. Das Bigfix Insights ist eine zusätzliche Plattform, das ist eine Datenbank. Man sollte das wie eine Data Lake sehen, wo die ganzen Daten von Bigfix gesammelt wird. Also ein Report sieht so aus, wenn man, das ist ein Power BI-Extract, wenn man das sieht. Man sieht dann die ganze Critical-Information. Man kann draufklicken und er zeigt mir dann eine Liste, also auf einer Seite die ganze Information von den Source, wie Tenable oder Qualys, und auf der rechten Seite die ganze Information von Bigfix. Man hat die Möglichkeit, einfach das Site-ID und Pixel-ID zu kopieren und in den Baseline reinzupasten. Das Rest macht dann Bigfix. Und das haben Sie wahrscheinlich schon gesehen, das Gartner Peer Review, wir sind in Top-Position in Unified Endpoint Management. Eine Frage war von immer noch wegen der Lizenzierung. Also ich kann sagen, dass grundsätzlich werden Endpoints lizenziert oder auch Prozessoren in virtuellen Umgebungen. Es gibt die klassische Lizenzierung, sprich One-Time, Perpetual und dann Software Maintenance, wie es Data war. Mhm. Der Trend geht aber auch immer mehr in diese One-Year-Subscription. Also man sagt einfach, ich beziehe die Lizenz für ein Jahr, zwei, drei Jahre. Das ist eigentlich im Moment recht, ja, also recht bekannt. Also Mobile Device werden wir, also das MDM-Modul, wird im, also Richtung Ende Juni released. Mit dem Bigfix 10.5er Release, das ist eine ziemlich große Release, wo wir auch iOS und Android direkt abdecken. Dann würde ich doch vorschlagen, wir springen noch in die Webkonsole. Also was man gut sieht, ist, dass man eigentlich wirklich sehr viel Information in einer Konsole hat. Man hat es vorhin auch bei Martin gesehen, man sieht es auch in der Webkonsole, irgendwann ist der Bildschirm einfach zu klein. Da war noch etwas wie Bigfix Insight aus. Also in der Bigfix Konsole ist Insights quasi nicht ersichtlich, sondern Insights ist quasi ein eigener Server mit eigener Datenbank. Genau. Und der hat auch ein eigenes UI. Ja, also ich sage mal herzlichen Dank, Sriche, auch an die Plattform, an die DENU. Herzlichen Dank. Und dann würde ich somit sagen, haben wir den Bigfix Event für heute mal geschlossen.